Nach einem zweiten Tag heftiger Gefechte ist es den US Marines gelungen, die nordkoreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. Atlas, Arlington, Virginia. Exotyp, Spezialist. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Advanced Warfare, hier beim Grab unseres Freundes Will Irons, der gefallen ist. Und wir wurden auch schwer verletzt und haben unseren Arm verloren. Die letzte Ehre unseres Freundes, ruhe in Frieden. Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander, wenn du was brauchst. Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Jonathan Irons, Präsident und CEO. Und da sind wir wohl bei Atlas. Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Bei einer Nacht- und Nebelaktion. Camp David, Maryland. Hybrid ein-aus-umschalten. Dann wollen wir mal. 2 auf der Terrasse. Korrigiere, 3. Was wir hier machen, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich sind wir jetzt für Atlas unterwegs, für die Organisation. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Vom Herrn Irons. Zack. Das ging flott. Hab noch einen. Gut gemacht. Zur Küche. Ja, und wenn ihr die erste Folge nicht gesehen haben solltet, ich habe die nochmal neu gemacht. Das muss ich an dieser Stelle ganz kurz mal ankündigen, falls ihr euch wundert, dass wir direkt schon hier sind. Ich habe diese nochmal neu aufgenommen und auch ein bisschen weiter gespielt. Und da ist ein Schlüsselerlebnis passiert. Deswegen bitte ich alle, die nicht gesehen haben, einfach nochmal zurückzuschalten, ganz ehrlich. Und die erste Folge nochmal zu gucken, zumindest die letzten 5 Minuten. Atlas 01, wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Verstanden, Prophet. Wir sind drin. Das ist eine wirklich wichtige Information, weil diese Folge eben nochmal neu aufgenommen wurde und da mehr Gameplay zu sehen ist in Folge 1 als in der ursprünglichen Folge 1, die ich aus Grafikgründen... Mitchell, wirf eine Warngranate!
weggeworfen habe. So, jetzt kommt die Warngranate wieder ins Spiel. Jetzt können wir jeden einfach durchs Holz feuern. Das finde ich ganz geil. Wenn ich schießen könnte, das wäre dann natürlich praktisch. So. Dezimiert die Bursche. Ui, ui, ui. Oh, ist einer draufgegangen von unseren Kollegen. Das sieht nicht mehr so gut aus. An der Tür aufstellen. Die AK-12 mit Hybridvisier. Ist ganz cool, das Hybridvisier. Zack, zack, kann man so richtig schön umschalten. Wir machen das leise. Sturmladung bereit machen. Wird platziert, Joker. So heißt er hier. Natürlich nicht zu verwechseln mit dem aus Batman. Ach, du heiliger Christophorus. Schnappen wir uns den da hinten. Du auch hier. Raum sicher. Mr. President, wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Können Sie sich authentifizieren? Aha. Zulu Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Verstanden. Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Den Prophet kennen wir doch noch aus Crisis. Und jetzt müssen wir den Präsidenten tatsächlich einpacken. POTUS, Paket POTUS. Alter Schwede. Terroristen oder was ist los? Mehrere Feinde beim Pool. Ausschalten. Es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir da eine Granate werfen würden, oder? Kleines Überraschungskomitee. Hallöchen. Alles okay? Fuck, was ist da los mit unserer Prothese? Ach ja, musste ich auch vielleicht mal ansprechen. Wir haben so eine Prothese jetzt, ne? Wir haben ja unsere Hand verloren und sind dann offensichtlich bei Atlas mit einem neuen Arm wieder aufgetaucht. Oh, das sind aber ganz schön viele von denen. So, ich lade mal nach. Die AK-12 auch zu gebrauchen auf jeden Fall. Schöne Waffe. Aber die sind alle nicht schlecht bisher. Also ich glaube, mit allen kann man hier doch so einigen Unfug treiben. ACOG können wir auch mal nehmen. Komm, hier. Auf Reichweite vielleicht ein bisschen besser. Zack. Obwohl wir auch das Hybridvisier haben. Das darf man natürlich nicht vergessen. War da nicht noch einer? Ich habe das Gefühl gehabt. Oh, die Poolparty. Die endete blutig. Wo ist der President Joker? Paket POTUS. Patrouille nähert sich. Runter! Jetzt ganz still sein. Nicht angreifen. Einfach vorbeilassen. Habe ich nicht vor, mein Freund. Habe ich nicht vor. Okay, weiter. Hier ist ganz schön nass alles. Ist das der Golfplatz gewesen von dem Präsidenten persönlich? Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Oh, bei Verwundung einen Stim benutzen, das ist natürlich auch nicht schlecht. So, bin ich gerade mal zurückgestraft. Die haben ja glücklicherweise diesen coolen Anzug, den nicht nur das Militär Atlas hat, sondern auch Atlas. Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt! Mensch, bring den Präsidenten rein! Okay, einmal bitte die Tür öffnen. Ich habe noch eine Granate geworfen. Scheiße, der Arm! Irgendwas stimmt damit nicht. Oh nein. Der Präsident. Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Was war das denn bitte Geiles? Eine Simulation? Voll cooles Spiel. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat.
wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein, machen wir eine Tour. Abfahrt. Dann schauen wir uns das mal an hier bei Atlas, was hier so geht. Huiuiuiui. Das gleißende Licht der Sonne. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss. Sieht doch schon ganz nett hier aus. Also der hat auf jeden Fall richtig was aufgebaut. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Ob das so gut ist, eine käufliche Supermacht, Söldner also? Und wenn die mal den Falschen verkauft werden, was passiert dann? Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie mein Sohn auf schmerzliche Art erfahren hat. Durchaus was dran. Und oh, da übt einer in Call of Duty Kritik an den USA. Kevin Spacey, natürlich heißt der Schauspieler, der eine oder andere wird natürlich schon längst erkannt haben, auch schon während dem Begräbnis, während der Bestattung. Super Schauspieler. Ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr, Will. Jetzt reparieren wir den Arm. Und es ist auch seine Original-Synchro-Stimme. Adios, Mr. Irons. Irgendwie vertraue ich ihm aber also nicht gut, so. Also gut, hier drüben. Boah, richtig cooler Helm, oder? Das sieht schon nice aus. Da kann man sagen, was man will. Grafisch ist es zwar nicht jetzt das Beste vom Besten, aber es ist schon echt gut, wenn die Texturen laden. Und deswegen habe ich halt die letzte Folge neu gemacht. Weil da gab es auf jeden Fall einige Texturenprobleme. Lass es dir nicht zum Kopf steigen. Gideon ist das hier. Scheinbar unser Ausbilder oder so. Schon nicht schlecht, was die aufgebaut haben. Atlas Corporation. Wir haben zwei Arten von Exos. Angriff und Spezialist. Beide haben jeweils eine primäre und eine sekundäre Fähigkeit. Der Angriffsexo ist mit Boost-Sprung ausgestattet, sowie mit Schall gegen Menschenmassen. Der Spezialisten-Exo, den du trägst, hat einen eingebauten Schild sowie einen Overdrive. Die Techniker erwarten dich. Lass das Ding reparieren und triff mich hier draußen. Hi. Hallo Mitchell. Sehen wir uns den Arm mal an. Bitte, hier herüber. Na los, legen Sie den Arm auf den Tisch. Na, dann wollen wir das Ding mal reparieren. Die gute alte Fuchtel. Schon krass, was die Zukunft wahrscheinlich okay. Da noch kann, alles. Ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Ist ja durchaus realistisch. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Und an dieser Stelle meine kleine Frage an euch. Auf welche Zukunftstechnologie freut ihr persönlich euch am meisten? Es gibt ja super viele. Vielleicht auch eine Prothese. Es kann ja sein, leider Gottes, dass jemand da was verloren hat. So, jetzt können wir hier... Oder auch Holodecks, wie die Simulation. Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Oder auch gesundheitliche Forschung. Okay, nochmal bitte. Oder vielleicht auch einfach ein cooles neues Spielzeug. Da gibt's ja viele Möglichkeiten. Das sieht schon ganz gut aus. Ich denke, ich erkenne das Problem. Noch einmal bitte. Ja, warum Problem, dass die Hand ausgefallen ist? Aber jetzt klappt alles, auch mit der Hand. Alles klar. Fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Wieso nicht? Können wir mal machen. Gehört ja zu Call of Duty dazu. Vielen Dank, die Herren. Ich wünsche noch einen ganz schönen Abend. Oh. Wir marschieren mal weiter hier raus. Zurück zu Gideon. Hi. Auf zum Schießplatz. Auf zum Schießplatz.
Und hier prügeln sie sich, gibt's ein paar kleine Kampftechniken. Aber das sind schon coole Details, die die aufgebaut haben. Ja, den Angriffsexo. Die armen Schweine haben keine Chance. Ach, das ist der Angriffsexo. Da sieht man mal, was so ein Anzug ausmacht. Gehört ja auch dazu, zur Zukunftstechnologie. Vielleicht wünscht sich das der ein oder andere ja auch. Interessante Fragen hier bei dieser Folge wieder. Ja, ich freue mich. Ich finde es bisher ganz cool gemacht eigentlich. Also es gefällt mir schon sehr gut. Vor allem, dass Kevin Spacey dabei ist. Da bin ich mir echt höchst gespannt, wie das noch so zum Vorschein kommt. Weil als Schauspieler ist er grandios und eigentlich auch bei seiner Rollenauswahl. Deswegen muss die Story eigentlich fast was taugen. Du schon wieder, Ilona. Willst du was beweisen? Oh, hi. Muss ich nicht. Ich bin schon auf Platz 1. Also gut, ausrüsten. Jetzt darf ich mir was aussuchen. Ach Gottchen. So viele Waffen, so viele verschiedene. Ach übrigens, die Verbesserung, weiß ich, wie das funktioniert. Das zeige ich euch später auch noch. Nach der Mission wahrscheinlich werden wir unser Exo verbessern. Ja, Mensch. Dein Exo ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Ich mache hier ein Let's Play. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Setz ihn also sparsam ein. Geh an die Station, wenn du bereit bist. Mit dem Overdrive, das muss ich wohl noch lernen. Aktiviere Zieltraining. Starte Runde 1. Das sind die Ziele. Verbündete 8. Oh, das wusste ich ja nicht. Sag mir das doch vorher, dass die blau sind. Einsetzen. Ach so, dann gehen wir automatisch in so eine Art Zeitlupe. Das ist der Overdrive. Das ist natürlich übelst geil. So. War nicht schlecht. Und das zeigt wahrscheinlich auch die Batterie an. Starte Runde 2. Moment, kann ich den wieder einsetzen? Nein, leider nicht. Schade, wäre auch zu schön gewesen. Oh, da habe ich aber ganz schlecht geschossen. Alter, was mache ich denn hier? Das muss ich aber nochmal machen. Das will ich nochmal. Ach so, hat trotzdem geklappt. Shit, der ist gerade noch so entkommen. Next Team. Oh. Ah. Overdrive einsetzen. Muss ich früher schießen, auch wenn der Overdrive aktiv ist. Und am besten, bevor ich den einsetze, nachladen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war gut. Gut? Nicht schlecht. Geht so. Das hätte besser sein können. Rüber zum Granatenplatz. Du musst mit den variablen Granaten üben. Die variablen Granaten haben wir schon ein bisschen erlernen können in der letzten Episode unter anderem, wo wir ein bisschen Action hatten. Der gute Gideon. Also das mit dem Zeitlupen-Funktionchen finde ich nicht die schlecht. Die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Schnapp dir ein paar Granaten und absolviere den Trainingskurs. Bei variablen Granaten kannst du sofort den Typ wechseln, je nach Bedrohung. Aktiviere die Konsole. Aktiviere Granatentraining. So, liebe Freunde, habe ich mal einen kleinen Schnitt gesetzt, weil ich das erstmal lernen musste hier gerade das Granatentraining. In Ruhe, ohne hier die ganze Zeit irgendwie in Hektik auszuatmen. So, jetzt haben wir hier intelligente Granaten. Die kennt ihr ja bereits. Die können wir jetzt hier reinsetzen. Jetzt können wir hier noch schön draufballern und müssen möglichst viele Feinde am besten mit den Granaten eliminieren. So, hier können wir auch mal eine reinsetzen. Hier auch noch mal eine vor. Komm schon. Intelligentes Granätchen, sehr schön. So gefällt mir das. So, und jetzt müssen wir hier nochmal schnell. Hier kommt Granate. Alles, was geht. So, EMP haben wir die aus dem Himmel geholt. Das war nicht schlecht. Jetzt haben wir leider keine intelligenten Granaten mehr. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war gut. Ach, super. Na komm, mit einer guten Leistung können wir uns anfreunden. Also das Ding ist,
Ich lade hier gerade nochmal die Granaten auf. Wir können halt verschiedenste Granaten einsetzen. Und das Tutorial war ziemlich lame und ich wollte halt auch erstmal ausprobieren, ein bisschen rumprobieren, selber mit den Granaten, ohne es jetzt immer aufzunehmen, weil sonst meckern wieder alle, du kannst nicht werfen und all sowas. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, hier einfach mal ein bisschen zu trainieren erstmal und euch dann das zu zeigen, wie man das richtig gut wegseppt. Das haben wir ja geschafft. So, und jetzt latschen wir hier weiter. Ohne, dass wir die Story dezimieren. Und da vorne werden wir dann mehr über Atlas erfahren, will ich mal behaupten. Ach, cool. Pass auf, Ions wird uns zusehen. Diesmal gehe ich vor. Ausrüsten. Also ich habe schon mal eine Waffe gefunden, glaube ich. Alter Schwede, ich finde das voll geil mit den ganzen vielen verschiedenen Waffen. Wir haben uns direkt auch 4 Stück genommen. Habt ihr gesehen, 3 Stück? Ich habe den Gronk noch einen mitgebracht. Ausrüstung. Was kann ich denn hier noch für Ausrüstung wählen? Ich habe eigentlich ziemlich gut, bin ich am Start hier, würde ich sagen. Gibt's hier sonst noch irgendwas anderes? Geh in den Aufzug. Ja, mach ich. Gideon. Der andere Fahrstuhl, Mitchell. Oh. Leck mich. Joker, wir kommen hoch. Schalte die Simulation diesmal auf Angriffsmodus. Verstanden. Es kann losgehen. Retten Sie den Präsidenten. Bereite Angriffsmodus vor. Simulationsstart in 3, 2, 1, ausführen. Okay, ich gehe vor. Meine Richtung. In der nächsten Folge.